Die vertane Chance. Kaspar und Helene Meyer, geborene Heidenreich, lebten in einem Haus, welches allein auf weiter Flur steht. Wenn man den Weg durch den Wald bei Aschenhausen durchquert, hat man schon genug zu tun, denn er gehört niemandem. Ein kleiner Waldweg für ein Gespann nicht zu befahren, führt durch diesen, dann öffnet sich das dichte Laub und Felder übernehmen das Spalier des weiteren Wegs hinunter nach Oberkatz bei Aschenhausen. Doch wenn man zu Kaspar und Helene wollte, hätte man noch ein weiteres Stück zu laufen. Man hätte seinen Weg querfeldein nach Osten einschlagen müssen. Zu diesen Leuten gab es keinen Weg. Ich sage wollte, denn in der Tat ist das nie geschehen. Niemand besuchte Kaspar und Helene. Sie waren nicht Teil des Dorfes. Obwohl sie doch recht fromm waren, gingen sie nie in die Kirche, sondern lasen die Bibel daheim. Auch als Carla irgendwann auf die Welt kam, besuchte jene nie die Dorfschule, sondern bekam Unterricht vom Vater, bis sie letztlich erwachsen wurde und der Enge des kleinen Hofes am Rande des Waldes für lange Zeit entfloh. Ab da aber zogen die Jahre dahin und blieben eintönig. Kaspar und Helene zogen das Notwendigste auf, um selbst am Leben zu bleiben. Hühner und Ziegen waren die Freunde auf dem Hof und ein kleines Feldquadrat gehörte den Eheleuten ebenfalls. Im Thüringer Land ist der Winter immer streng und jedermann freut sich, wenn er gute Beziehungen zum Wald hat. Kaspar war's egal. Er ging hinein, schlug Holz und hatte seinen Vorrat für den Winter. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diesen schrecklichen Winter vor 10 Jahren. Länger als sonst blieb die Schneedecke auf dem Felde liegen. Die Axtklingen brachen am gefrorenen Holz. Der Vorrat reichte nicht. So mussten Ziege und Huhn herhalten. Helene starb in diesem Winter und Kaspar hielt Helenes knöcherne alte Hand. Er saß neben seiner liegenden Frau und wartete. Wartete auf Carla. Bis ein schwarz-süßlicher Duft durchs Haus zog und mit Kaspar verschmolz. Und so blieb es. Der Winter verging und kam, verging und kam. Bis Carla eines schönen Frühlings das Elternhaus ein letztes Mal besuchte, um ihren Gatten vorzustellen.